Bevor die abenteuerliche Reise nach Neapel angetreten wird, spielt die Eintracht noch einmal zu Hause vor heimischem Publikum in der Bundesliga. Der Gegner sollen an diesem Samstag die abstiegsgefährdeten Stuttgarter sein. Die Schwaben reisen zusammen mit einer größeren Abordnung befreundeter Ultras aus Kaiserslautern auf der Schiene ins Rhein-Main-Gebiet. Dort angekommen wird der VfB-Haufen von einer Hundertschaft in Empfang genommen und ohne weitere Vorkommnisse über den bekannten Waldweg an den Gästeeingang des Eintrachtstadions begleitet. Während des Spiels zeigt die Heimseite um UF zwei interessante Spruchbänder in Richtung der Schwaben. Auf diesen ist Folgendes zu lesen: Was haben Stuttgart und Karlsruhe gemeinsam? In den ersten 10 Reihen nur Ausreden. Damit spielen die Ultras und Hools der SGE auf ein Transparent der Stuttgarter von wenigen Wochen zuvor an. Im Heimspiel gegen Werder Bremen war hinter der Zaunfahne der Crew 36 ein Spruchband mit der Aufschrift Was haben Bremen und Freiburg gemeinsam, in den ersten 10 Reihen nur Fotzen zu sehen. Mit diesem Spruch spielten die Stuttgarter auf eine zufällige Begegnung von Freiburger und Bremer Ultras an einem Bahnhof vor dem Freiburger Stadion zuvor an. Ein weiterer Punkt dürfte die in beiden Fanszenen überdurchschnittliche Frauenquote gewesen sein, welcher die VfB-Ultras zu diesem Spruchband bewegte. Warum die Frankfurter jedoch auch noch Karlsruhe auf ihrem Transparent erwähnten, wollen wir hier kurz erklären. Am vorherigen Spieltag hatte Frankfurt vorbereitet, auf einem Rastplatz kommend von ihrem Spiel aus Wolfsburg auf den Karlsruher Auswärtshaufen kommend aus Rostock gewartet, um mit diesem in einen nonverbalen Dialog zu gehen. Karlsruhe hatte dies jedoch abgelehnt und erschien nicht zum mehr oder weniger vereinbarten Treffpunkt. Doch zurück ins Frankfurter Waldstadion. Nach einigen Pöbleinlagen der Eintracht-Fans in Richtung Gästeblock passiert daraufhin weiter nichts groß und die Kurven gehen ihren gewohnten Weg. In etwa eine Stunde nach Spielende soll es im Umlauf des Stadions jedoch noch einmal interessant werden. Wenige Minuten nach Abfahrt des Entlastungszuges der Stuttgarter ziehen diese vorbereitet und bereits vermummt auf Höhe des Treffpunktes der Frankfurter Ultras die Notbremse. So steigen dort zügig rund 60 motivierte Schwaben aus dem Entlastungszug und bieten direkt an. Nach kurzen Rangeleien am Trennzaun und dem Einsatz von diversen Wurfgeschossen schreitet jedoch die herbeieilende Bundespolizei ein und trennt beide Parteien wieder voneinander. Wenige Stationen später wird die gesamte Zugfahrerbesatzung der Stuttgarter am Bahnhof Neu-Isenburg aus dem Zug gebeten und von der Polizei kontrolliert. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.